ihr wieder eingeschaltet habt. Mensch, mir kommt so vor, als ob es ewig her wäre, dass ich mein letztes Video gedreht habe. Aber ich glaube, es sind nur 7 Tage, allerhöchstens 8 Tage. Aber in der Zwischenzeit ist so viel passiert. Ich hatte ja mein großes Shop-Update mit ganz viel neuem Washi und einem neuen Sticker-Sheet. Und ja, was soll ich sagen? Ihr habt so fleißig bestellt. Ich war komplett überwältigt. Ja, ich kann einfach nur ein riesengroßes Danke sagen. Ich freue mich so, so sehr. Es sind fast alle Bestellungen raus. Ich würde sagen, ich stehe bei 98% ungefähr. Leider hatte ich dann wieder ein paar Technikprobleme, die mich sehr viele Nerven gekostet haben. Es scheint echt immer so, als ob sich Plotter und Drucker absprechen, dass sie genau in solchen Momenten, wo ich ganz, ganz arg auf sie angewiesen bin, dann schlapp machen. Und dann immer, wenn der eine wieder funktioniert und ich das Problem gelöst habe, übernimmt der andere und zickt rum. Aber egal, ich habe es geschafft. Die letzten Bestellungen gehen dann heute nochmal auf die Reise. Ich habe noch ein paar mini kleine Eindrücke für euch, die ich zusammengeschustert habe von den letzten Tagen. Die schauen wir uns jetzt schnell an und dann geht's ab in den Budgeting-Teil des Videos, denn es sind jetzt 10 Tage vergangen und es ist viel passiert. So, eine Sache habe ich noch fast vergessen, die ich noch gerne fragen wollte, bevor wir reinstarten. Denn ich habe ja eine Warteliste für Patreon und da sind jetzt auch Leute nachgerutscht auf dieser Warteliste. Und ich habe jetzt noch einen Platz frei, weiß allerdings einfach nicht, wo mir diese Andrea F. geschrieben hat. Ich habe meine ganzen Mitteilungen durchforstet, also die Kommentare auf YouTube. Ich habe bei Instagram geschaut, ich habe in meinen E-Mails geschaut, aber es sind einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, auch wie man mich erreichen kann. Ich habe nichts gefunden. Das heißt, Andrea F., wenn du hier gerade zuschaust, dann melde dich doch bitte bei mir, denn es ist ein Platz für dich frei auf Patreon. So, wir schauen rein ins Budget. Hier vorne hat sich nichts verändert in den 10 Tagen, aber ihr seht gleich, hier hat sich was verändert. Ich kann gar nicht genau sagen, was da in mich gefahren ist an dem Tag, aber mir waren es auf einmal zu viele Sinking Funds und ich wollte es ein bisschen simpler haben, einfacher haben und habe dann alles durchgeschaut und überlegt, auf was kann ich verzichten, was ist eigentlich doppelt gemoppelt, was möchte ich einfach nicht mehr. Und rausgeflogen sind letzten Endes 2 Sinking Funds, einmal der Geburtstags-Sinking Fund, weil ich einfach feiern und Geburtstag wieder in eins fassen möchte. Es hat nicht das, weiß nicht, in mir ausgelöst, was ich mir erhofft habe. Also ich habe den Feiern Sinking Fund einfach komplett schleifen lassen. Da kam gar nichts rein. Es kam dann eben nur in Geburtstag was rein. Und ja, irgendwie hat es keinen Sinn gemacht. Das heißt, es ist beides wieder in einem drinnen. Und ich habe auch den Vorrat Sinking Fund komplett gekappt. Da habe ich ja auch nur einmal was reingepackt. Und letzten Endes kann ich mich dann den Kommentaren nur anschließen, die sagen, eigentlich gehört es ja in die Lebensmittel rein, damit man eben sieht, wie viel man langfristig verbraucht und eben auch sowas mit einkalkulieren kann. Und sehe ich auch so. Das heißt, ich habe jetzt einfach die 6 Euro, die in Vorrat drin waren, das war ja eh das einzige Guthaben von diesen beiden Sinking Funds, habe ich bei Essen eingezahlt. Ich hoffe, ihr vergibt es mir. Ich habe es hier unten auch dann korrigiert und die richtigen Summen wieder hingeschrieben, aber so fühlt sich das Ganze irgendwie leichter an. Ich weiß, dass viele von den amerikanischen YouTubern noch so viel mehr Sinking Funds haben, da ist das hier ein Witz dagegen. Die haben dann zum Beispiel wirklich bei jeglichen Anlässen zum Feiern einen eigenen Sinking Fund, also einen für Halloween, einen für Weihnachten. Back to School ist dort ja auch ein großes Thema. Keine Ahnung, Valentinstag, alles, ne, was es so gibt und auch die einzelnen Familienmitglieder, verschiedene Geburtstage und so weiter. Das wäre nichts für mich, glaube ich. Also ich mag es so schon bedeutend lieber, wobei das eh schon relativ viele sind. Ihr könnt auch mal gerne unten schreiben, wie viele Sinking Funds 2
ihr habt, fände ich auch sehr, sehr interessant. Und ob sich das verändert hat mit der Zeit. So, ich rede wieder sehr, sehr viel, aber wir haben uns ja auch lange nicht gesprochen. Genau, wir starten rein in die erste Kategorie und die ist wie immer Essen. Ach so, ja, diese Liste hier war für die Katz, habe ich nicht geschafft. Das hat allerdings auch damit zu tun, dass dann natürlich das große Packen anfing. Am Anfang habe ich es noch gepflegt, diese Tabelle, und dann gar nicht mehr. Das heißt, ja, ich würde sagen, wir machen einfach den hier. Dieses Mal hat es nicht geklappt, aber hoffentlich nächsten Monat, weil ich fände es theoretisch schon interessant, wie sich das so aufdröselt. So, jetzt geht es aber wirklich los mit Essen. Wir haben eine Aldi-Rechnung in Höhe von 104 €. Das war ein eher kleinerer Einkauf. Und wir sind ja mit 800 € eingestiegen. Das hatte ich ja noch geändert, weil alle zu Hause sind, ne? Weil Kilian nicht im Hort ist und Patrick nicht seine Fertiggerichte, die er in der Arbeit isst, weil er ja 2 Wochen dann zu Hause ist. Das war jetzt sehr viel isst. So. Mit 800 steigen wir ein und die 104 ziehe ich ab, womit wir noch bei 696 waren zu dem Zeitpunkt. Und dann kam noch Bargeld in Höhe von 50 €. Metzger, Bäcker und so weiter, wobei Bäcker sehr viel weniger. Dann Edeka 62 €, das nennen wir immer unsere Specials, so besondere Sachen, die es beim Aldi noch nicht gibt. 584 und dann das hier, kennt ihr auch. Ein 21 € Einkauf beim Kaufland bedeutet 21 € Schleckereien, Schokolade und Kekse und einfach alles, was das Herz hüpfen lässt. Und was haben wir noch? Genau, noch so eine Veränderung, die ich gemacht habe, ist, dass ich das Essen gehen in Essen eintragen möchte und nicht mehr in Freizeit. Auch da hat es einfach nicht, ja, es ist schwierig bei uns. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich bin nicht die Einzige, die budgetiert hier. Ich bin ja. Ich finde, das macht dort einfach mehr Sinn für uns und ich kann mir einen besseren Überblick darüber verschaffen, wie der Zusammenhang ist zwischen Essen gehen und Lebensmittelkosten. Also wie viel wir sozusagen an Lebensmittelkosten sparen, wenn wir essen gehen oder im Umkehrschluss. Ja, ich möchte einfach die Veränderung für mich durchziehen und wir werden sehen, wo das am Ende dann endet. Wie sich das Ganze dann entwickelt und ob das so bleibt. Aber ich glaube, jetzt momentan fühlt es sich für mich besser an, auch das Essen gehen hier reinzupacken. Vor allem, weil wir ja auch mit 100 € mehr in den Monat reinstarten. So, also 563 € minus 17. Und diese 17 € war Patrick, der bei IKEA zu Abend gegessen hat. Und das war nämlich der Tag, wo er die ganzen Pakete vom Bett abgeholt hat. Also das Bett von Kilian hat er gekauft, das ist auch mittlerweile aufgebaut. Das war vielleicht eine Aufgabe, also so ein großes Bett aufzubauen. Das macht man ja auch nicht alle Tage. Aber es steht, ich hoffe, ich blende euch gerade auch etwas ein, denn es sieht ganz toll aus, finde ich, in seinem Zimmer. Er liebt es total, es ist mega bequem. Wir haben ordentlich viel Stauraum unten in den Schubläden. In der linken sind seine Kleidungsstücke drin, in der rechten ist sein komplettes Playmobil drin. Also wir sind super happy damit. Genau, und da ist er eben dann noch bei IKEA essen gegangen, weil er dann wusste, dass er zu Hause dann auch gleich aufbauen wollen würde. Und ich glaube, er kam auch relativ spät heim an dem Tag. Genau, 546 haben wir hier noch drinnen von den 800. 800. Das heißt, ich gucke mal, wie viel wir ausgegeben haben. 254 haben wir hier ausgegeben in der Kategorie, in 10 Tagen wohlgemerkt, also nicht die eine Woche, die wir normalerweise tracken. 254 und genau, 546 hatten wir ursprünglich noch übrig, aber hier seht ihr schon, habe ich die 6 € aus Vorrat mir rausgemopst, wie ich es angekündigt hatte. Und damit sind das jetzt 552. 546 waren es vorher, ne? Ich habe, glaube ich, 56 gesagt. Ja,
So, das ist der aktuelle Stand beim Essen. So, dann geht es weiter mit der Drogerie. Und hier war einiges. Ich war mega frustriert von meinen Haaren. Ich habe ja Naturlocken und meine Haare kringeln sich halt einfach in alle Richtungen und es nervt mich wahnsinnig. Und gerade jetzt im Sommer mit der Luftfeuchte und allem, die stehen halt einfach in alle Himmelsrichtungen ab. Und das ist etwas, was mich unfassbar stresst. Und wenn ich dann in dem Zustand in einen Drogeriemarkt gehe und dann sehe ich verschiedene Produkte, die versprechen, dass sie mir genau das Haar geben, was ich mir immer gewünscht habe und genau die Probleme beheben, die ich habe, dann werde ich schwach. Und das sah dann so aus, dass ich, und das war eigentlich der Grund, warum ich hingegangen bin, dass ich mehrere Sachen gekauft habe, von denen ich bislang nur zwei probiert habe. Und ich kann noch nicht sagen, ob sie was bringen. Wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt. Ich suche seit ich denken kann nach irgendeinem Mittel, aber meine Haare sind dann einfach nur lockig und voluminös und die werden nie glatt sein. Also ich habe halt einfach Locken. Es ist halt einfach so. Ich muss mich damit zurechtfinden. Auf jeden Fall habe ich mir so ein Babyhaar-Dingens gekauft, mit dem man diese abstehenden Haare bändigen kann. Ich habe es noch nicht einmal ausprobiert. Bei mir sind das einfach so viele. Es sind ja nicht nur die Babyhaare. Es ist halt einfach jedes Haar, was bei mir aus dem Kopf rauswächst, steht einfach kerzengerade vom Kopf ab, anstatt sich halt irgendwie schön geschmeidig dahin zu legen. Egal. Ich habe eine Air Dry Creme gekauft, die habe ich jetzt zweimal benutzt. Wirklich viel Unterschied nehme ich nicht wahr. Und ich habe noch ein Night Elixier gekauft, was man über Nacht einwirken lassen sollte. Habe ich einmal benutzt. Werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Hat sich ganz angenehm angefühlt. Aber Wunder wirken werden diese Dinge mit Sicherheit nicht. Also davon ist auszugehen. Ja, und so war es halt einfach ein teurer Einkauf. Naja, mit 30 sind wir hier gestartet und 1899 haben die Waschmittelpads, 76 Wäschen sollen das, glaube ich, sein, gekostet. Das wären 11 € und eine noch übrig. Und dann kommen die ganzen Dinge, die Wunder versprechen und wahrscheinlich nicht bewirken können. Naja, das waren 4 € und so schnell verschwindet auch dieses Drogeriebudget und so schnell wandert man da auch ins Minus. Also ja, ich muss da einfach an mich halten. Manchmal erwischt es mich einfach. Ich habe normalerweise eine sehr minimalistische Pflegeroutine und eigentlich kenne ich meine Haare und weiß auch, was ich von denen erwarten kann und was sie nicht leisten können. Aber ja, ich weiß auch nicht. An dem Tag war ich frustriert und da passiert sowas. Ich glaube, ihr kennt das alle, ne? Der DM ist da sehr, sehr gefährlich. So, das heißt allerdings, dass ich tatsächlich 36,43 €, das runde ich auf 37 ausgegeben habe in Drogerie, was natürlich blöde ist, weil damit das Geld komplett weg ist. Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. So, dann geht es weiter in die Kategorie Molly. Da habe ich auch was gekauft. Ich habe Knabberstangen gekauft für 5 € und dann nochmal Dosenfutter gekauft für 6 €. Da sind wir zwar jetzt 1 € im Minus, aber das ist gar nichts, was mich irgendwie stresst. Das passt. Ja, wie gesagt, sie kriegt einen Mix aus selbstgemachtem Futter, wo wir auch noch etliches im Gefrierfach haben und aus Dosenfutter. Das Dosenfutter ist dann meist so eine Bequemlichkeitssache, das ist halt sehr viel schneller serviert. serviert. Und genau, ich habe auch noch so eine große Dose gekauft. Also so eine große Dose, das sind 3 Portionen für sie. Weil wir die dann mitnehmen, wenn wir zelten gehen nächste Woche. Wir haben nämlich nächste Woche vor, zelten zu gehen für 3 Übernachtungen und da ist dann eben eine Dose perfekt für sie. Und sie kriegt natürlich nebenher auch noch was von uns. Genau, das war das. Dann geht es in die Freizeitkategorie, welche ja bei uns immer eine sehr spannende Kategorie ist. Ein bisschen unsere Sorgenkind-Kategorie, aber wir schauen es mal nacheinander durch. Erstmal ist das Ferienprogramm, also die Zahlung ist abgegangen von unserem Konto. 140 € hatten wir und 78 sind da schon mal weg. Das sind ja diese ganzen Kurse und Geschichten, wo die Mila dran teilnimmt. Jetzt gerade in diesem Moment ist sie in einem Schauspielworkshop. Die Maus will ja Schauspielerin werden. Ich bin gespannt, was sie später erzählt.
Und sie hatte heute auch schon ihren Zirkus-Workshop, den macht sie jetzt schon die ganze Woche. Heute ist der letzte Tag und heute wird sie auch noch einen Auftritt haben. Also heute ist eine Zirkusvorstellung am frühen Abend, wo ich dann hingehen werde. Und da hat sie dann auch eben ihren Part. Sie ist bei den Clowns als auch bei der Bodenakrobatik, also wo die Kids dann so Pyramiden bauen aus sich selbst, ne? Also aus Körpern einfach sich so übereinander irgendwie stapeln. Und genau, bei den Clowns, und das passt natürlich einfach perfekt auf sie. Sie ist ja eh so eine kleine Rampensau. Genau, das war das. Dann habe ich für 4 Euro so einen Amazon Prime Channel abonniert, weil da ein paar interessante Filme drin waren, die wir uns anschauen möchten. Normalerweise zahlt man ja für einen Film, den man leiht, schon 4 Euro. Und das macht immer Sinn, dass man sich dann den Channel bucht, wenn dieser Film halt einfach innerhalb eines Channels zu haben ist. Und ich mache es dann immer so, dass ich den buche und sofort wieder kündige. Also direkt, ich klicke Buchung und ich klicke sofort kündigen und weiß einfach, das Ganze läuft jetzt über 30 Tage und ist dann automatisch weg. Und ich muss da irgendwie nicht dran denken, den zu kündigen. Genau, so mache ich das immer. Das heißt, da waren dann noch 58 Euro drinnen. Und hier steht jetzt Zirkus, das ist einfach meine Erinnerung, dass da noch der Eintritt für meine Zirkuskarte mit reinkommt und das ziehe ich dann später eben noch ab. Genau, das heißt bis dato ausgegeben, ich mache jetzt mal den Check-in ohne den Zirkus, haben wir 82 bei Freizeit und 11 bei Molly. Das können wir schon mal eintragen. 82 Freizeit. Ich bin verrutscht, oh ihr Armen, das hat euch wieder zum Schreien gebracht, tut mir sehr leid, ich habe es wirklich nicht gesehen, 254, das ist, wenn der Puffer ganz oben steht, bringt mich das aus dem Konzept. So, alle aufatmen, sie hat es gesehen, es ist korrigiert, ups, es wackelt wieder sehr. Gut, wir gucken weiter. Wir haben hier unten noch Haushalt. 40 Euro haben wir da drinnen. Und das war das, was mir beim letzten Video nicht eingefallen ist. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich was kaufen möchte, aber eben einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte was. Und es war ein Wäschekorb, denn unsere billigen Wäschekörbe, die ich mal gekauft habe, die haben jetzt einer nach dem anderen den Geist aufgegeben. Das ist einfach so billig verarbeitetes Plastik. Und wenn man das mal ein bisschen mit Schwung irgendwo hin setzt, dann bricht es und ich habe mir auch schon den Finger geschnitten und ja, da war jetzt der letzte noch im Einsatz, der hat durchgehalten relativ lange, musste jetzt allerdings auch weg, was übrigens was ist, was bei mir mit einem riesengroßen schlechten Gewissen verknüpft ist, wenn so ein großes Plastikteil in den Müll wandert, finde ich ganz fürchterlich und möchte ich nie, nie, nie wieder kaufen, so ein Billigzeug. Deswegen habe ich 19 Euro investiert in einen wirklich richtig gut verarbeiteten Plastikkorb. Also es ist schon immer noch Plastik, wobei ich müsste mal nachgucken, eventuell ist es auch so ein Mischdingens. Also es ist auf jeden Fall etwas Haltbares, was Wertiges, was sich ganz anders anfühlt. Also das ist, dieser Wäschekorb wird uns so lange, wie ich in der Lage bin, Wäsche zu waschen, begleiten, da bin ich ganz sicher. Ja, aber er hat eben 19 Euro gekostet, also billig war er nicht. Womit noch 21 Euro hier in der Kategorie drin übrig waren. Und dann habe ich noch 2 Zerstäuber gekauft. Das sind einfach so kleine Sprühflaschen, wo ich Reinigungsmittel reinfülle, damit ich nicht mit der großen Flasche hier durchs Haus muss, wenn ich hier was sauber mache. Genau, ich fülle das dann einfach um in so kleine Flaschen und damit komme ich super zurecht. Waren auch nur 4 Euro. Das heißt, hier sind jetzt noch 17 Euro drinnen. Denn das war's. 23 haben wir ausgegeben in der Kategorie Freizeit, Haushalt, Entschuldigung, 23. So, und wir wandern weiter auf die nächste Seite und landen bei den Fahrtkosten, die sind nicht allzu spannend. Wir haben einmal tanken mit 131 Euro, 280 war das Budget, was ich gegeben habe. Es ist sehr viel weniger, als es ursprünglich war, weil Patrick 2 Wochen frei hat und wir nicht irgendwo hinfahren werden. Also diese ganze Pendelei in die Arbeit, die bei uns natürlich Unsummen verschlingt, fällt zum Glück weg.
So, 149 sind noch übrig und ich hoffe sehr, dass das dann hinhauen wird und genau dass diese Tankfüllung sein wird, die wir noch in dem Monat haben werden. So, was fehlt jetzt noch? Es fehlt der Puffer. Der ist bei uns mit 50 Euro in dem Monat ziemlich klein. Warum habe ich das gemacht? Einfach schlicht, weil mir das Geld in anderen Kategorien gefehlt hat und ich einfach für meine mentale Gesundheit 50 Euro oder sogar 80, ne? Ich hatte ja lange Zeit 130 hier drin, mir vom Puffer geklaut habe, um das woanders reinzupacken. Mal gucken, ob uns das noch in den Hintern beißt, diese Entscheidung. Es steht auf jeden Fall was drin, so viel kann ich schon sagen. Und zwar ist es Kilians Uhrband, sein Armband ist kaputt gegangen und wir haben das jetzt ersetzt, weil er hat jetzt lange genug keine Uhr und er braucht einfach eine Uhr. Er muss wissen, wie viel Zeit es ist, wenn wir irgendwas ausmachen, wann er zu Hause sein muss, wann er sich irgendwo treffen möchte. Ja, ne? Weil er hat ja noch kein Handy. Und das haben wir heute erst gekauft für 18 Euro. Und ja, ich hätte es jetzt auch in Reparatur reinpacken können, in den Sinking Fund, aber da war schon was dran, weil da was anderes angefallen ist. Und ja, ich habe es jetzt einfach hier reingepackt. Das heißt, aus 50 Euro Puffer werden minus die 18 Euro noch 32 Euro. Und eben 18 haben wir bislang ausgegeben. So, 18 bei Puffer. Und Fahrtkosten war 131. Wir starten in die Sinking Funds rein. Der erste Sinking Fund, den wir uns anschauen, ist der Schul-Sinking Fund. Es sind Ferien. Hier ist nichts weiter passiert an Ausgaben, aber wir haben eine Einnahme. Und zwar hat meine Mama mir 100 Euro überwiesen für die Kids, für die neuen Schulsachen. Das macht sie, ich glaube, bislang jedes Jahr. Vielen, vielen lieben Dank auch hier nochmal. Meine Mama guckt meine Videos übrigens. Ihr könnt sie ihr mal schön grüßen in den Kommentaren. Da freut sie sich. Und ja. Deswegen haben wir hier ein schöneres Polster schon mal von 200 Euro. Und der Rest, den wir dann noch brauchen, werden wir im nächsten Monat, im September, dann noch reinpacken in den Sinking Fund. Denn wir sind aus Bayern und wir haben jetzt erst die zweite Sommerferienwoche, falls ihr euch wundern solltet, weil ich weiß, dass einige von euch ja jetzt schon mit dem neuen Schuljahr begonnen haben. Gut, dann geht es weiter. In den nächsten Sinking Fund. Hier haben wir Gesundheit. Hier ist was passiert und zwar hat Patrick Aspirin gekauft. Wir hatten 45 Euro hier noch drinnen. Ich habe nur 10 Euro dazu packen können in dem Monat und hatte ein bisschen Angst. Aber zumindest dieses Aspirin hat das Geld gut aufgefangen und 18 Euro haben wir immer noch drin. Gut, dann geht es weiter. In die Kategorie Haus. Und hier kommt die große Ausgabe, die angekündigt war. Und zwar das Bett vom Kilian. Und das hat letzten Endes gekostet 586. Irgendwas hatten wir noch vergessen in unserer Auflistung. Ich hatte ja mit euch gesprochen, dass bei IKEA so viele Einzelposten anfallen, wenn man sowas kauft. Und dann habe ich nochmal was abbuchen müssen, sozusagen aus dem Budget. Und zwar Gas für den Grill, was Patrick gekauft hat, im Wert von 30 Euro. Ja, das heißt, wir haben hier, wie ihr seht, nicht alles zur Seite gepackt, was wir gebraucht hätten, aber zumindest einen großen Brocken davon. 586 hatte das Bett gekostet, womit wir leider, leider 66 in Pink hinschreiben müssen und dann tatsächlich nochmal die 30 drauf sind 96. Ja, ich hätte diese 30 jetzt auch bei Puffer reinpacken können. Aber letzten Endes ist es ja eine Hausausgabe und ich möchte ja diese Listen auch dafür nutzen, dass ich praktisch dann weiß, was für Kosten anfallen, in welchen Jahreszeiten, ne? Womit wir wieder auf die Liste zum Sprechen kommen, die ich vorhabe zu machen, mit den verschiedenen Jahreszeiten und verschiedenen Sonderausgaben, die da so anfallen. Und hier bin ich auf eure Hilfe angewiesen und gespannt, denn ich würde euch bitten, mir einfach die Dinge in die Kommentare unten reinzuschreiben, die euch einfallen. Lasst uns einfach mal anfangen beim Thema Sommer.
Lasst uns das mal peu à peu durcharbeiten, gemeinsam. Und ihr könnt jetzt mal beim Thema Sommer reinschreiben, was gibt es denn da für so Sonderausgaben innerhalb von einem Budget, an die man irgendwie denken muss, die in verschiedene Kategorien reinfallen, aber die man vielleicht nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Ich werde dann diese ganzen Sachen sammeln und zusammenstellen. Ich werde eine Liste kreieren, eben mit verschiedenen Jahreszeiten und diesen Sonderausgaben, und werde diese Liste in diesen Community-Bereich reinstellen, wenn die fertig ist, sodass sich jeder von euch die dann auch kopieren kann und ausdrucken kann für seinen eigenen Budget-Binder. Genau. So, jetzt machen wir weiter. Das wird ein langes Video, aber ihr habt gesagt, ihr mögt lange Videos. Und wir gehen in die nächste Kategorie, das ist die Reparatur. Hier haben wir, was war das? Ach so, ja, unser Bodenwischer. Unser Bodenwischer musste ja ersetzt werden, das hatte ich euch schon gesagt. Witzigerweise kostet der genau 25 Euro oder 24, 98, 95, keine Ahnung. Und das ist exakt das Budget, was wir hier auch noch hatten in der Kategorie, die jetzt allerdings auch wieder ordentlich aufgefüllt werden muss. Dann geht es weiter mit Feiern. Wie ihr wisst, ist Geburtstag rausgeflogen. Ich habe jetzt alle Einträge von Geburtstag einfach hier reingeschrieben, einfach alles kopiert, damit wir da wieder auf einem aktuellen Stand sind. Und hier ist es so, dass wir 17 Euro letzten Endes noch hatten in der Kategorie. Und dann sind Patrick und ich chinesisch essen gegangen im Wert von 26 Euro, 9 Euro im Minus leider in der Kategorie. So, dann geht's weiter. Ich gucke mal gerade, ich glaube, hier ist gar nichts mehr passiert. Wir haben den Tierarzt, wir haben Urlaub, wo ihr ja wisst. Ah, das da hier hatte ich auch noch vergessen. Na, das muss auch in Pink. Eins, eins, drei, eins. So, das ist das, was ich noch abzahlen möchte, weil Patrick ja nächsten Monat seinen Segeltrip macht, und das ist das, was der Segeltrip kostet. Das wird auch nächsten Monat erst abgebucht, weil das über Kreditkarte lief, aber ich habe es halt schon mal reingeschrieben, damit ich genau weiß, um welche Summe es geht. So, dann Freizeit haben wir nichts. In Kleidung haben wir eine Ausgabe, wenn ihr euch erinnert. Wir hatten ja Mila schon mal so einen Neoprenanzug gekauft, den mussten wir zurückgeben, weil der einfach zu klein war. Und jetzt ist es so, dass durch den vielen Regen auch der Fluss ordentlich abgekühlt ist und sie einfach, wenn sie da drin baden gehen möchte, momentan ein bisschen mehr Schutz einfach braucht vor der Temperatur, weil sie hat ja wirklich kein Gramm Fett an sich dran. Die friert einfach sehr, sehr schnell, und deswegen hat sie jetzt den nächstgrößeren Neoprenanzug bekommen. Den kann sie sicherlich auch sehr lange tragen, weil das ist ja auch dehnbar, das Material. Und auch jetzt sieht es eigentlich schon super aus an ihr. Also sieht jetzt nicht so aus, als wäre der ihr viel zu groß. Bin damit auf jeden Fall sehr zufrieden. 45 Euro hat der gekostet, und wir haben in der Kategorie ja tatsächlich, na, 154, weil das eine von unseren festbesparten Kategorien ist, und das scheint sich wirklich zu lohnen, denn ich merke, wir bauen hier langsam aber sicher was auf, selbst mit so einer ja doch größeren Ausgabe mit 45 Euro sind wir immer noch mit 109 im Plus, was mich natürlich echt freut. Bin gespannt, wie sich das noch am Ende vom Monat weiterentwickeln wird. Genau, das war die Verkleidungsausgabe. Und ich glaube, hier hinten kommt dann nichts mehr. Dann ist Weihnachten, Auto, Heizen und die Nebenkosten. Das heißt, wir sind durch, was die Sinking Funds angeht. Also, wir haben 45 Euro bei Kleidung. Wir haben 26 Euro bei Feiern. Dann haben wir 25 für den Wischer. Wir haben 586 für das Bett. Und wir haben 30 für das Gas. Wir haben 27 für die Aspirin. Und das war's. Hier haben wir ja Geld reinbekommen. Das heißt, 739 haben wir ausgegeben. Da steckt natürlich das Bett drin. Diese Summe ist nämlich schon ganz schön gewaltig. Und die tragen wir wiederum hier ein. Und jetzt können wir herausfinden, wie viel wir tatsächlich innerhalb von 10 Tagen ausgegeben haben.
Dazu kommen jetzt die Fahrtkosten, dann die Haushaltsausgaben, die Freizeitausgaben, Molly, 37 für Drogerie, 254 und 18. Und wir landen bei einer krassen Summe von 1.295 Euro für 10 Tage. Soll ich das mal irgendwo hinschreiben? Ich mache mal hier ein kleines 10T, damit ich das weiß. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses lange Video hat euch Spaß gemacht. Ich bin super gespannt auf eure Gedanken zum Thema Sommer und Budget und besondere Ausgaben. Und freue mich schon sehr darauf, die Liste zu gestalten für euch, für uns alle. Und ja, was sage ich immer am Ende? Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis bald. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Irgendwie so. 10 Tage ist das letzte Video her und ich weiß nicht mehr, was ich zu meiner Verabschiedung sage. Ja, ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao.